Hi meine Lieben, es ist endlich soweit. Heute kommt ein weiteres Beauty-Tabu-Video. Und zwar ist es eher eine Ergänzung, denn ich habe zu dem Hauptthema Rasurpickel, Rasurbrand schon ein Video gemacht mit zahlreichen Tipps. Rasurpickel, diese hässlichen roten Pickel, nach dem Rasieren entstehen immer durch Entzündungen. Also entweder hat man sehr stark die Haut verletzt oder was in den meisten Fällen passiert ist, dass die Haare nicht richtig rauswachsen und dann dadurch kleine Entzündungen, also Haare in die Haut einwachsen und dadurch ja, sich diese Entzündungen ausbreiten. Und die sind nicht nur extrem hässlich, die jucken auch ziemlich und ist insgesamt auch nicht schön anzusehen. Und um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr euch auf jeden Fall immer unter der Dusche oder ja niemals wirklich trocken rasieren mit einem Rasierer. Es sollte immer eine frische Rasierklinge sein oder Einwegrasierer. Den solltet ihr nicht mehr als zweimal benutzen und dann auch wirklich weghauen. Ganz besonders wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr nicht gegen den Strich, also nicht gegen die, im Gegensatz der Haarwuchsrichtung rasiert, sondern immer mit Haarwuchsrichtung. Das ist ein bisschen mühsamer, aber dadurch wird die Haut viel weniger gereizt und ihr werdet sehen, das bringt sehr, sehr viel. Das ist einer meiner besten Tipps gegen Rasurbrand. So, dann ist aber die Frage, was mache ich denn nach der Rasur und was tue ich, wenn ich schon Rasurbrand habe? Wenn der tolle Trick nicht genutzt hat oder ich habe gerade keinen Einwegrasierer mehr, keinen neuen und ich musste den alten nehmen, der schon etwas stumpf ist. Und ich musste vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und ich habe jetzt Rasurbrand. Dann vor einigen Monaten hat mich eine E-Mail erreicht von Dr. Severin, ob ich Interesse hätte, ihr Wundermittel gegen Rasurbrand zu testen. Und dann habe ich gedacht, jo, okay, ich weiß nicht so genau. Und dann habe ich euch gefragt, ich habe damals auf Instagram gefragt und ihr habt gesagt, ja, ja, teste das, wir wollen das wissen, ich habe das auch so doll. Und wirklich ohne Witz, das ist ein paar Monate her, ich habe diesen Produkttest sehr ernst genommen und habe wirklich das komplette Döschen verbraucht. Also Dr. Severin Intimpflegegel für Frauen. Ich habe es tatsächlich auch geschafft, es komplett leer zu machen, was man ja echt nicht glauben sollte. Okay, ich gebe auch zu, dass es mir einmal ein bisschen was ausgelaufen ist. Also ihr seht, das ist doch viel flüssiger als ein normales Haargel, also so flüssiges Gel halt. Zum Geruch, das war das Erste, was ich natürlich gemacht habe und erstmal dran geschnuppert. Es riecht so ein bisschen wie ein Aftershave-Balsam. Also es riecht nicht blumig oder unbedingt so, wie man ja das erwartet, wenn es für eine Frau ist. Also es riecht nicht süß oder nach Blümchen oder so. Es riecht eher so nach diesen ganzen Inhaltsstoffen, die da drin sind. Also zum Beispiel Menthol. Irgendwie ja doch so ein bisschen minzig. Aber schon relativ herb für ein Damenprodukt, würde ich sagen. Dann die erste Rasur. Ich habe alles falsch gemacht. Ne? Ich habe wirklich alles gemacht, was man nicht tun sollte. Ich habe einen älteren Einwegrasierer genommen. Ich habe gegen den Strich gearbeitet. Und ich weiß nicht, also richtig fies. Also richtig so, dass ich weiß, ich kriege auf jeden Fall Rasurbrand. Und dann habe ich das Produkt mindestens, also einmal natürlich direkt nach der Rasur aufgetragen und was mir da noch nicht so klar war, beziehungsweise nicht so bewusst, obwohl ich es gerochen habe, dass ein Menthol drin ist. Menthol hat auf der Haut natürlich auch eine Wirkung. Ich sag mal so, die Intimregion fühlte sich sehr erfrischt an. Ist natürlich für nach einer Rasur, gerade jetzt im Sommer, gar nicht mehr so schlicht gewesen. Und tatsächlich fühlte sich das alles sehr gepflegt an. Danach habe ich gedacht, okay, auf Nummer sicher zu gehen, am Abend, dann am Morgen, also zweimal am Tag, also morgens und abends immer aufgetragen. Es ist nicht so, dass es komplett
keinen Rasurbrand gegeben hat. Aber dafür, dass ich wirklich alles falsch gemacht habe, dass ich wirklich mit Druck, mit einem fast stumpfen Einwegrasierer und auch noch irgendwie ja, in gegensetzte Haarwuchsrichtung, also gegen den Strich, gegen den Haarwuchs rasiert habe, war das bedeutend besser. Was es auf jeden Fall macht, das nimmt den Juckreiz, also dieses unangenehme Gefühl, was man dann hat, nimmt es sofort. Und wenn man das wirklich sehr stark hat, dann kann man auch immer wieder cremen. Das kann man so oft drauf machen, wie man will, wie man lustig ist. Da gibt es keine Begrenzung. Ich bin jetzt auch gar nicht so der Typ, wirklich nicht, der jemals auf Inhaltsstoffe jetzt groß geachtet hätte. Aber ich habe mir gedacht, okay, du machst jetzt hier eine Produktreview. Komm, dann mach doch mal einen, guck dir doch mal die Inhaltsstoffe an. Ich bin dann auf die Internetseite CodeCheck gegangen und habe mir dort mal angeschaut, was die denn dazu sagen zu den ganzen Inhaltsstoffen. Das Produkt an sich war da nicht gespeichert. Das heißt, ich musste sämtliche Inhaltsstoffe, die hier draufstehen, einmal eingeben und dann von denen überprüfen lassen. Weil das sind ja auch immer hier solche Wörter, die ich gar nicht verstehe und gar nicht weiß, was das überhaupt sein soll. Also das allermeiste davon und auch die Hauptbestandteile dieses Produkts, die stehen ja auch immer hier als erstes, da ist man immer am meisten drin. Und zu allermeisten ist es halt wirklich natürliche Inhaltsstoffe, natürliche Öle, Rosmarin sehe ich hier zum Beispiel. Ich glaube, zwei Sachen, die hier drin sind, waren rot gekennzeichnet oder ja, nach dem Motto eher nicht so gut, weil die im Verdacht stehen, Allergien auszulösen. Aber alle anderen waren sehr gut und empfehlenswert. Das kann ich zu den Inhaltsstoffen sagen. Ich habe sie, wie gesagt, gut vertragen. Ich hatte, obwohl ich neuerdings auch unter Hautirritationen leide, keine Probleme damit. Mir hat das Produkt sehr gut gefallen. Ich bin sehr traurig, dass es schon alle ist, aber ich sag mal so, man käme damit sehr viel länger aus. Es sind 200 Milliliter drin, wenn es mir nicht umgefallen wäre und sehr viel Produkt dadurch rausgelaufen ist. Ich sag mal, so ein Viertel davon ist mir leider auf den Boden gelaufen. Das war sehr schade. Was mich auch zu dem einzigen Kritikpunkt führt, den ich habe bei dem ganzen Produkt. Das ist kein, das Produkt an sich, ja, also alles, was quasi der Inhalt des Döschens, der ist super. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Es tut wirklich, was es soll. Also es hilft mir. Es soll auch gleichzeitig ein Deo sein und gegen Geruch wirken. Weiß ich nicht, hatte ich jetzt nicht so eine wahnsinnige Probleme mit. Aber solltet ihr vielleicht auf der Suche nach etwas sein, was auch gleichzeitig gegen Intimgeruch wirkt und Entzündungen und so etwas vorbeugt, dann ist das auf jeden Fall für euch ein Produkt, das ihr euch anschauen solltet. Nochmal zum Thema Kritik. Das Einzige, was ich wirklich bemängeln würde, ist die Verpackung. Zum einen sieht die halt sehr nach Apotheke aus. Mag das Firmen-Image vielleicht sein, weil Dr. Severin, und dann denkt man so, okay, Dr. Apotheke, selbst angemischt und so. Dieses Apothekendöschen ist jetzt nicht besonders hübsch anzusehen. Möchte man jetzt nicht so in seinem Badezimmerregal präsentieren wollen. Und was, wie ich gerade schon sagte, ist eine eher flüssige Konsistenz, was das Dosieren schon sehr schwierig macht. Vor allen Dingen, wenn man immer so mit den Fingern da rein muss. Finde ich halt nicht so schön, weil ich mag auch nicht gerne diesen Lipbalsam, wo man mit den Fingern rumtatscht. Ich mag das, ich bin da kein persönlicher Fan von, wenn man mit den Fingern irgendwo reingeht. Also ich würde das begrüßen, wenn es ein Pumpspender wäre. Ja, dann könnte man es auch besser dosieren und dann kommt das so in die Handfläche und wenn es einmal runterfällt, dann läuft einem das Produkt nicht direkt raus. Also ein Produkt, das wirklich funktioniert, da muss man halt auch mal ein bisschen Geld für hinlegen. Und deswegen ist es dann schade, wenn man dann ein Produkt hat, das nicht so ansehnlich ansprechend ist. Ja, das so dieses optische, jetzt mal dieses weiße Döschen.
Und ja, eben, dass man eben mit den Fingern da so reingeht und die Dosierung jetzt nicht so gut kontrollieren kann. Also ich würde mir da einen Pumpspender eher halt wünschen. Das Produkt an sich ist halt super, da kann man überhaupt nicht meckern. Es riecht, also wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, es ist auf jeden Fall gut und es entwickelt sich auch. Es ist so ein Duft, der wird nach einer Zeit jetzt schon so ein bisschen, der geht so ein bisschen in so eine pudrige Richtung. Also dieses ganz Herbe, das verfliegt, es wird dann doch irgendwann so ein bisschen blumig. Also so, der Duft entwickelt sich auf jeden Fall. Am Anfang ist es eher so, wow, Aftershave-Balsam von meinem Mann. Aber dann entwickelt es sich und es wird relativ angenehm und riecht auch lange, finde ich. Also auch die Unterwäsche riecht dann danach. Und wie gesagt, wenn man Rasurbrand hat, wenn man es nicht verhindern konnte, dann ist man froh, dass man sowas zu Hause hat. Das sage ich euch. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Wie gesagt, falls ihr noch mehr Tipps und Fragen zu dem Thema haben solltet, ihr dürft mir natürlich immer gerne eure Fragen stellen. Falls euch das zu intim ist, dieses intime Thema, könnt ihr mir natürlich auch eine Nachricht hier schreiben oder mir per Facebook schreiben, wie auch immer. Ne, dass das nicht so öffentlich ist. Und ihr schaut euch das erste Video zu dem Thema an. Da gebe ich euch, wie gesagt, noch ein paar Tipps, wie man Rasurbrand erst gar nicht entstehen lässt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bis bald.